Die Easter Eggs, um die es heute geht, kommen scheinbar aus dem Nichts und ändern den gesamten Ton des Spiels in eine düstere Richtung. Der Gruseleffekt ist so überraschend, weil es sich durchweg nicht um Horrorspiele handelt, sondern um Shooter, Puzzle-Games, Plattformer oder sogar Golfspiele. Die angsteinflößenden Details erwartest du einfach nicht, mit zum Teil durchschlagender Wirkung. Für ein bestimmtes Horror-Easter Egg hätten Eltern die Entwickler unserer Meinung nach sogar verklagen können. Wir sind gespannt, wie ihr das seht. Legen wir los. Wenn es nach Foren-Usern geht, ist der Cloaker in Payday 2 der angsteinflößendste Gegner. Meist kommt er erst ins Spiel, wenn du deinen Raubzug schon fast durchgezogen hast, und er kann im letzten Moment dafür sorgen, dass dein Plan ins Wasser fällt. Sein Spezialmove ist ein kräftiger Tritt, der dich umwirft. Dieser Tritt hat die Wucht eines Roundhouse-Kicks. Man erkennt den Cloaker am elektrisch aufgeladenen Rauschen, an seiner grünen Nachtsichtbrille und an seiner Gasmaske. Wenn es schlecht läuft, kann diese Spezialeinheit bis zu 90% deiner Lebenspunkte abziehen, mit nur einem einzigen Schlag. Es gibt einen Moment im Mercy Hospital, der dir noch deutlich mehr Schrecken einjagt als der Anblick eines Cloakers. Das Mercy Hospital ist eine Hommage an die Left 4 Dead-Reihe. Und um die Sache abzurunden, haben sie nicht nur den Krankenflügel reingepackt, sondern auch einen der schlimmsten Gegner der Left 4 Dead-Reihe. Eines der Zimmer ist abgeschlossen. Du kannst reinsehen und siehst eine zusammengekauerte Gestalt am anderen Ende des Raums. Wenn du noch einen Moment wartest, springt die Gestalt auf und presst sich ans Fenster. Die Zombie-Witch aus Left 4 Dead sorgt für einen Jumpscare, der zum Horror-Easter Egg passt. You startled the witch. Anfang der 2000er war der Slenderman Gesprächsthema Nummer 1 auf den Schulhöfen. Dieses mysteriöse, langgliedrige Wesen heftet sich laut Legende an deine Fersen und du kannst sein statisches Rauschen nur hören, wenn es bereits ganz in der Nähe ist. Sobald du den Slenderman sehen kannst, bist du tot. Die blasse Gestalt des Slenderman erwartest du am wenigsten in einem harmlosen Plattform-Sidescroller, aber genau hier versteckt er sich im Hintergrund. In Runner 2 gibt es ein Waldlevel namens Bushiwacky und wenn du genau hinguckst, kannst du immer wieder die blasse Gestalt des Slenderman an der Waldgrenze sehen. Er fährt seine verdammt gruseligen Spinnenbeine aus und guckt in deine Richtung. Das macht jeden Spieler nervös. Am Ende des Levels zeigt er sich dann. Der Bildschirm flackert, was bedeutet, dass der Tod vor der Tür steht. Sobald er dich erwischt hat, färbt sich der Bildschirm schwarz. Für den nächsten Entwicklerwitz hätte man die Macher des Scooby-Doo-Games verklagen können. Nie zuvor warst du so nah an einem Herzinfarkt wie nach diesem Drecks-Horror-Easter Egg. Das Schlimmste ist eigentlich noch, dass es sich bei diesem Spiel um ein Flash-Game für Kinder handelt. Es wurde extra für Kinder beworben und richtete sich an ein kindliches Publikum. Der Jumpscare, den sie einbauten, hat definitiv tausende Kinder zum Heulen gebracht. Aber von vorn. Scooby und seine Freunde müssen in Escape from the Coulsonian in einem Museum verschiedene Rätsel lösen. Das Wandrätsel im Grabraum kannst du ohne das auf dem Boden liegende Brecheisen lösen. Solltest du das Werkzeug trotzdem aufheben, um damit den Sarkophag aufzubrechen, dann erscheint ein winzig kleiner Text auf dem Bildschirm. Er ist schwammig und kaum zu entziffern. Also gehst du automatisch näher an den Bildschirm ran, um dich auf die winzige Schrift zu konzentrieren. Die Musik stoppt und ein grässliches Mumiengesicht schmeißt sich laut schreiend ins Bild. Es gibt keinen Grund und keine Rechtfertigung, warum dieser Jumpscare im Spiel ist. Selbst für Erwachsene ist er kaum zu verkraften. In dutzenden Foreneinträgen beschweren sich heute noch Spieler, die von diesem Easter Egg ein Kindheitstrauma davongetragen haben. Ein Kommentar mit über 1000 Likes lautet: "Ich hoffe, die Entwickler sind stolz auf sich, weil sie Gott weiß, wie vielen Kindern ein Trauma verpasst haben. Irgendjemand im Entwicklerteam muss Kinder gehasst haben." In den 90er Jahren gab es kaum einen fleißigeren Entwickler als LucasArts. 1997 veröffentlichte das Spielestudio Outlaws, einen Ego-Shooter mit Wild West-Setting. Ego-Shooter im Stil von Quake und Doom waren damals extrem angesagt und Outlaws ging in dieselbe Richtung. Eines der wenigen Easter Eggs in Outlaws erlangte Kultstatus, weil es durch seinen mysteriösen Gruselfaktor völlig aus dem Rahmen fiel. Du kannst im Hof das Plumpsklo hochjagen und dann in das trübe grüne Wasser eintauchen, das dort zurückbleibt. Ein geheimer Gang öffnet sich, an dessen Ende ein verdammtes UFO steht. Warum du verzweifeltes Muhen hörst, verstehst du erst, wenn du in die Luke reinschaust, wo außerirdische Wesen zweifelhafte Experimente an einer Kuh vornehmen. Das von Spielern heißgeliebte Open-World-Spiel Saints Row the Third ist bekannt für seinen abgedrehten Humor und sein übertriebenes Gameplay.
Die meisten versteckten Geheimnisse und Easter Eggs passen zum durchgeknallten Vibe des Spiels. Aber es gibt düstere Ausnahmen. Das beunruhigendste Detail im Spiel findest du höchstens zufällig. Im heruntergekommenen Gebiet von Steelport steht ein verlassenes und ziemlich runtergekommenes Haus. Wenn man sich dem Gebäude nähert, hört man langanhaltende, gequälte Schreie. Es gibt keine Möglichkeit, das Haus zu betreten oder das Kreischen irgendwie zu stoppen. Alles, was du tun kannst, ist, die schrecklichen Szenen, die sich dein Hirn zusammenreimt, aus deinem Gedächtnis zu verbannen. Ein bestimmtes Easter Egg aus Army Man Sergeant Heroes blieb ganze 20 Jahre lang unentdeckt. Als es vor wenigen Jahren bekannt wurde, gab es einen erneuten Ansturm auf den Third-Person-Shooter, weil alle den besagten Geheimraum selbst finden wollten. Allerdings existiert er nur in der Dreamcast-Version des Spiels. Es ist möglich, unter einer scheinbar soliden Mauer drunter durchzurobben und man befindet sich in einem komplett separaten Geheimraum mit beunruhigenden Bildern an den Wänden. Das hier muss das gefotoshoppte Bild eines gelangweilten Entwicklers sein, der wahllos vernarbte Körperteile mit seinem Gesicht verbunden hat. Auf sehr verstörende Art und Weise. Ein Golfspiel ist so ziemlich der letzte Ort, an dem man ein gruseliges Easter Egg erwarten würde. Normalerweise ist man ruhig und gesammelt und konzentriert sich auf verschiedene Faktoren wie Präzision oder Windgeschwindigkeit. Also könnten kleinere Details im Hintergrund komplett unbemerkt bleiben. Es gibt eine seltsame Erscheinung in Hotshots Golf 4, die scheinbar zufällig am Rand platziert ist. Nur bei bestimmten Schlägen kommt die Erscheinung überhaupt ins Sichtfeld. Aber dann jagt sie dem Spieler einen Schauer über den Rücken. Die Kreatur sieht aus wie eine dieser bedrohlichen Nonnen aus den bekannten Horrorfilmen. Was tut diese Gestalt hier in diesem stinknormalen Golfspiel? Der überraschende Überfall eines bestimmten Goblins hat in Mortal Kombat 9 unrühmliche Bekanntheit erlangt, weil Spieler dabei vor Schreck ihren Controller geschrottet haben. Niemand weiß genau, wann und warum der Goblin in der Krypta auftaucht. Er erscheint zufällig und das macht sein Auftauchen zum Schocker, vor allem, weil er dir in die Ohren schreit. Nachts und mit Kopfhörern auf kann er dich unübertrieben aus dem Sitz kippen lassen. Gone Home ist kein Horrorspiel, auch wenn die Atmosphäre ab und zu düster wird. Im Adventure-Spiel von 2013 kehrt Caitlin nach langer Zeit zurück nach Hause. Draußen bahnt sich ein Unwetter an und der Spieler schlüpft in die Rolle von Caitlin, um im Haus nach Hinweisen zu suchen, was es mit ihrer verschwundenen Familie auf sich hat. Tatsächlich gibt es im Spiel keine furchteinflößenden Monster oder beunruhigende Szenen. Die Spannung baut sich in Gone Home durch die verschiedenen Notizen auf, durch Zeitungsausschnitte und Hinweise, die in dem leeren Haus verstreut sind. Dunkle Gänge und Räume sind das Einzige, was Beklemmung auslöst. Genau deswegen ist der einzige Jumpscare im Spiel so gemein, weil du nicht damit rechnest. Von handschriftlichen Notizen wissen wir, dass Caitlins Schwester nach Geistern gesucht hat. Deshalb verursacht das Kruzifix an der Wand ein ungutes Gefühl. Sobald du das Kreuz in die Hand nimmst, zerplatzt die Glühbirne mit einem lauten Knall und es wird finster. Es ist unmöglich, dabei nicht die Nerven zu verlieren. Oh my God, the light broke, seriously? Das war's schon wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, wenn euch das Video gefallen hat und über einen Kommentar freuen wir uns auch immer. Macht euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.